Nachdem der erste Tag ja nicht so gut lief wie gedacht. Links im Minus. Ich auch. Ja. Legen wir gleich los mit Tag 2. Ich brauchte noch Salevas und das heißt, wir gehen Crackhaus. So, mal gucken, gell? Ja. Ich habe ja auch mein Bierchen neben mir stehen. Okay, der Plan ist Crackhaus, haben wir gesagt. So, für Salevas. Na, war das auf dich? Das war der Sniper-Scaff. Ach so, okay. Ich bin nervös. Bist du oben drin? Nein, unten. Call? Ist tot, ist tot. Ja, aber da schießt doch noch was. Wo bist du denn? Unten! Also, hier sind drei Spieler. Einen habe ich. Ja, ich habe Heavy Bleed. Ich komme jetzt zum Sektor. Ich bin da jetzt bei dir. Ich hol der Scaff mit meinem Gig. Heavy. Ich bin tot. Ach man, wie viel Pech kann man denn bitte haben? Du bist tot? Ich lieg draußen, ich bin tot. Tja, wie sich herausstellte, war das nicht mein Mate. Ich lag neben dem am Boden und wollte ihm Heavy Bleed droppen, weil ich dachte, das bist du. Wir haben uns angeschaut. Ja, die waren halt genauso lost wie ich eben. Das war ja interessant. Ich lag neben dem und wollte gerade im Medics droppen. Und dann sagst du, bist tot und liegst da aber vor mir und ich denke mir so, trollst du mich gerade? Das war schön. Ist das belastend? Belastend. Und zwar, wenn du die Außentreppe runterkommst, liege ich quasi direkt unter der Treppe. Passt. Also ein Berghut. Alright, alright. Ich werde mal auf jeden Fall, ich muss jetzt auf so nützliche Items gehen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall zum Beispiel die Kedra-Magazine mitnehmen. Und dann kann ich die Kedra spielen. Frag mal, wie ich mir die Runde fand. Nee. Ja, fand sie nicht so gut. Das stehle ich mir, das stehle ich mir. Das stehle ich mir. Komm schon, Old Gas, gib mir deinen grünen Rauch, Baby. Old Gas ist nicht offen, welch ein Wunder. Oh, hätte ich ein Propan. Ja, irgendwas war da für Propan, habe ich auch vorhin geguckt. Was war denn das nochmal? Ne, bei Praporis eine. Zweier mit drei auf Frontplate. Uiuiuiui. Den Rucksack kann ich gegen eine HDD bartern. Aber wie sieht's denn mit Armor aus? Schlecht. Ab dem Moment wollte ich eigentlich nur noch raus. Boah, der hat eine Ada ist halt so geil. Wieso der größte Mulli-Sandler klipp ich da die HP-Munition aus der Ada?
Ich hab Schlüssel gefunden. Oh, Questkey, Dorms 206. Hallo. Geil. Oh, der Mittelexit ist offen. Dieser ZB16 oder was das ist. ZB11 nice. Oder 12. Keine Ahnung. Kompletter Schmutzexit. Hast du ein Saliva gefunden? Nee, leider war keines dort. 3x3 ist 9. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Noch mehr. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht mehr, was ich da überhaupt gezählt habe. Ich extracte. Nice. Und ich bin raus. GZ. Ach, so sehr ist es, wenn man überlebt. Das ist ja crazy. Muss ich über die kleinen Dinge freuen. Ja, ist eh so. Nachdem ich diese Runde zwei Spieler geklatscht habe, dachte ich mir, jetzt gehen wir mal ein bisschen dicker rein. Hallo. Hallo. Und Red Rebel? Schön wär's. Willst du Fort Knox mitnehmen? Ja, können wir. Muss ja essen und so. Oh, der Plan für diese Runde war es weiterhin, Salevas zu finden. Ich geh mal unten rein und dann Treppe gleich hoch auf oben, okay? Du gehst mal Treppe unten rein und gleich mal auf. Genau. Fang unten an und geh dann, also im Keller und hoch, hoch. Draußen Scavies, Richtung Skeletten. Ist jetzt rein unten. Steht irgendwo unter der Treppe, glaube ich. Hab ich. Da ist noch was. Ist ein Spieler, glaube ich. Ich habe einen Laser gesehen. Welche Farbe hat der Laser? Nee, doch nicht, war dein Laser. Skepp zu dir hoch, Skepp zu dir hoch. Boah, instant das Bein geblackt, die Sau. Und Heavy Bleed drauf gerochelt. Traut. Ach nein, das. Du durchkruschelst gerade was. Ich hab hier unten Munition für deine Waffe. Oha, das ist strong. Ich komme jetzt runter. Liegt in der Weste drin. Hatte der Bot oben. Armored Rig hat er da, das kann ich da geben, ja? Das, was ich da im Rucksack hab. Also, falls du es nicht brauchst, ich würde es mit Kusshand nehmen. Ja, nur vorausladen. Gehört schon dir. Okay, wollen wir Richtung Exit? Ja, Cracky nehmen wir schon mit, oder? Ja. Ja. Steps Crackhaus? Ah. Einer minus, zweiter lebt noch, links zwischen Mauer und Gebäude. Okay, Nate geht hin. Check. Oh, die... Nicht gut? Leicht nach rechts. Heavy Bleed, ich muss mich heilen. Hab ich! Maschine. Jo. Habe ich was Schönes geludelt? Ja, der macht halt die Pumpgun-Quest. Ja, also der zweite ist schöner wie der erste. Mechanism. Okay, also einen Rucksack nehme ich mal auf jeden Fall. Und Pumpgun ist auch stronger. Ich nehme die Pumpgun, die ist wichtiger als alles andere, weil Pumpgun ist... Nee, wenn du das andere findest, nimmst du das andere. Echt? Okay, ja, warte mal kurz, ich muss den Rucksack tauschen zuerst. Ich werfe hier einen Bergrot hin, falls du den nehmen kannst. Oha. Warum schreit's da so komisch? Das weiß ich auch nicht. Oh, ja, ich sehe, wo du hin willst.
brauche auf jeden Fall das Maßband. So, jetzt hängt es mich aus, gleich lootmäßig. So, Schonkers brauche ich für eine Quest. Apfelsaft trinke ich jetzt mal. Scheiße ich echt auf die Schrotflinte? Scheint so. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Jetzt wird es interessant gerade, Mr. Vehus. Nimmst du Headset und Helm? Nein, kriege ich beides gar nicht mehr unter, ne? Jetzt noch Mund auslutschen ein bisschen. Ja, mach du erstmal alles, was du haben willst und ich nehme dann Rest. Ja, nee. Rest musst du dir nehmen, ja. Ist so. Granaten bleiben übrig, kannst haben. Krieg das alles nicht mehr rein. Wollen wir noch oben rein? Was zum Teufel mache ich da? Wir können noch mal gucken, wenn du willst, ja. Ich hock mich auch gar nicht ans Fenster, weil ich kann ja nichts mehr looten. Oh, Entschuldigung, Missklick. Da war eine gesilenzte Schrotflinte, genau wie ich auch geschossen habe, glaube ich. Richtung Werkstatt, hätte ich gesagt. Hast du da jetzt gerade jemanden erschossen, oder? Nee, ich habe mich verklickt. Ich habe unabsichtlich auf linke Maustaste geklickt. Okay. Aber eine Sekunde bevor ich geschossen habe, war ich der Meinung, eine gesilenzte Shotgun gehört zu haben. Ja. Habe ich Minus. Ich habe die Waffe irgendwie durch den Spalt wurzeln sehen und dann habe ich meinen Sinnen vertraut und dann hat er sogar nochmal gepickt. Ich bin draußen. Passt, ich komme oben raus. Oh. Okay. Ich auf Minus. Oh, er hat die Modul M3 Weste. Ich kotze im Strahl. Noch eine Key. Easy. Jetzt aber raus hier. Ui! Was eine Runde. Holy moly. 3 Spieleros-Kilos und sogar ein Saleo gefunden. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß. Welche Frage? Der Stash ist voll. Was mache ich jetzt? Es kommen dann halt auch die Momente der Hardcore-Challenge, wo man sich unbesiegbar fühlt. Aber ob das so bleibt, glaube ich kaum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss!